Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Vorstellung einer Mod bzw. mehrerer Mods. Alles, was ihr hier seht, ist erstens ganz stark Work in Progress, zweitens nicht offiziell angekündigt von DTG oder einer Third Party. Es sind auch drittens keine Leaks, sondern viertens, es sind Mods und zwar vom Modder Folly Lantern. Er hat mir dankenswerterweise Screenshots und auch Videomaterial zur Verfügung gestellt. Das Video seht ihr ganz zum Schluss und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja, was haben wir hier? Wir haben unmissverkennlich, das Wort gibt es nicht. Wir haben hier ganz eindeutig eine Baureihe 193 Siemens Vectron. Und zwar in diesem weißen Farbkleid. Sieht wunderschön aus. Das Ganze ist stark Work in Progress, nicht vergessen. Ja, und was hat es mit dieser Mod auf sich? Bei dieser Mod ist es so, dass im Grunde genommen das 3D, das Modell einer bereits bestehenden Lok, in diesem Fall wäre es die 182, ersetzt wird durch dieses Modell der 193, also so eine Art. Ja, also so ein bisschen wird im Grunde genommen der 182 das 3D-Modell einer Vectron angezogen. Und dann müssen aber natürlich auch Sounds und Fahrphysik und sowas noch angepasst werden, weil ansonsten ist es halt eben ein. Ansonsten wäre es halt eine 182. Hier ist es aber definitiv jetzt ein Vectron und es sieht wirklich wunderschön aus. 193 der österreichischen Bundesbahn sieht auch wirklich ganz herrlich aus in diesem Farbkleid. Da haben wir noch einen Screenshot von. Sieht herrlich aus. Ich kann euch nicht sagen, wann genau diese Mod veröffentlicht wird. Das Ganze ist immer noch stark Work in Progress. Wo es genau diese Mod geben wird, wie man da dran kommt, für wen sie ist, das alles kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen. Dafür ist der Release noch zu weit entfernt. Aber wenn es dazu mehr Informationen gibt, dann werde ich euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Hier bei mir bekommt ihr definitiv die Infos. Gehen wir weiter hier noch in Box-Express-Lackierung. Der Modder hat mir gesteckt, dass insgesamt über 6,9 Millionen Triangles verwendet wurden für das 3D-Modell. Ich kenne mich zwar nicht so sehr damit aus, aber ich glaube, diejenigen, die sich mit 3D-Modellierung auskennen, die werden wohl wissen, dass das vermutlich darauf hindeutet, dass das ein sehr detailreiches Modell ist. Aber nicht nur der Vectron ist im Bau, sondern auch die Baureihe 152. Wenn alles gut läuft, wird diese Lok irgendwann im Sommer veröffentlicht. Auch hier, das Ganze ist immer noch stark Work in Progress. Ihr seht hier oben zum Beispiel bei dem Pantografen, da fehlen jetzt noch die Texturen, die Animationen fehlen. Vermutlich geht der Panto noch nicht hoch und runter. All die Sachen müssen noch angepasst werden. Der Führerstand muss noch überhaupt erstmal gebaut und angepasst werden. Die Texturen hier auf der Lok sind noch nicht fertig. Alles noch, wie gesagt, Work in Progress. Hier noch ein weiterer Screenshot. Irgendwann in Zukunft können wir uns auf jeden Fall aber darüber freuen, dass wir das haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber jetzt kommt noch ein weiterer Kandidat, auf den ihr euch bestimmt sehr freut. Der ICE3, nämlich die Baureihe 407 Velaro D. Ja, wunderschönes Modell. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Velaro D, würde ich sagen. Auch das stark Work in Progress. Wann die Mod veröffentlicht wird, keine Ahnung, das dauert noch alles, aber dankenswerterweise hat mir der Modder ein Video zur Verfügung gestellt, wo wir uns schon mal den Sound anhören können, wie das Ganze aus dem Führerstand heraus klingt. Und da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Machen wir noch den Sound an. Also Anfasssound auf jeden Fall schon mal ordentlich gelungen, würde ich sagen. Gleich müsste der Inverter kommen. Das klingt auf jeden Fall ordentlich, ne? Das ist schon. Das klingt wie ein Velaro D, würde ich sagen.
Der Führerschein wird jetzt nicht gezeigt, das ist vermutlich alles noch stark Work in Progress und da gibt es wohl noch nicht so viel zu sehen. Können wir ein bisschen vorspulen und uns nochmal anhören, wie der Zug abbremst. Ich würde sagen, das klingt schon mal ganz ordentlich, ne? Klingt wie ein Velarodi. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von den Mods, seid ihr gespannt darauf? Auf welche freut ihr euch ganz besonders? Welche Mod hättet ihr vielleicht gerne? Habt ihr irgendwelche Vorschläge dafür? Ja, und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.